Jo Leute, und willkommen wieder hier auf meinem Kanal InKev. Schön, dass ihr am Start seid und wir schauen uns jetzt aus Österreich das Video vom lieben Küßer an. Der hat jetzt die 150.000 Abos geknackt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich hoffe, du kommst nicht so schnell an die 187, wie ich das gemacht habe. Nee, Spaß. Ey, ich gönne ihm alles. Wirklich extrem geiler Content. Macht gute Videos, feiere ich. Und wir schauen uns jetzt das Video. Der meistgehasste YouTuber ist zurück von dem lieben Küßer an. Let's fucking go. Abgesehen davon, dass das deutschsprachige YouTube- und TikTok-Spektrum in den letzten Jahren wirkliche Klassiker hervorgebracht hat. Mittwoch. Wisst ihr ja, dass ich auch gerne... Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen, oder? Muss ich mir nochmal angucken, ja? Ey, ich freue mich so sehr, ne, dass ich das Meme erschaffen habe, weil der hat eigentlich, ich glaube, der hat gar nicht gesagt, ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Er hat einfach nur gesagt, ich habe Schmerzen und ich habe diese sehr, sehr stark noch irgendwo rangekattet. In den Jahren wirkliche Klassiker. Aber feier ich, vorgebracht ja. Hat. Mittwoch. Wisst ihr ja, dass ich auch gerne mal amerikanischen YouTube-Content inhaliere und da geht's gerade komplett ab. Hast du schon mal was von EDP445 gehört? Wenn nicht, dann besser abschalten. Nein, Spaß. Der Typ hatte über 2 Millionen Abonnenten und wurde bei einer verdeckten Ermittlung überführt, dass er sich mit einem 13-jährigen Mädchen treffen wollte. All seine Social-Media-Accounts wurden über Nacht gebannt oder wurde zum größten Meme im Internet. Aber jetzt ist er wieder da. Was geht ab, meine Freunde? Jetzt kommt zu. Mit 2 Millionen Abos, holy shit. Weiter hier auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um EDP445. Ich weiß nicht wirklich, wie ich seinen Content einordnen soll. So, es war eigentlich nur random Zeug. Wie zum Beispiel, ich habe die Toilette bei Chipotle verstopft. Meine rechte Hand ist taub. Oder natürlich, ich habe mich in der Schule fast Content, der auf YouTube einfach gefehlt hat, ne? Heutzutage könntest du das eh nicht mehr monetarisieren, aber es war halt so 2015, 16 herum. Ich muss sagen, ich kann es nicht zu 100% nachvollziehen. Ich glaube damals, da gab es ja noch nicht die Entmonetarisierung, also dieses gelbe Symbol. Ich glaube, es wurde wirklich alles monetarisiert, ne? Wenn man sich das mal so überlegt, jede Scheiße wurde monetarisiert. Sehr, sehr wilde Nummer. Ich wünschte, ich wäre im Jahre 2015 jetzt und hätte damit Erfolg, weil dann könnte ich sagen, was ich wollte und trotzdem alles monetarisiert. Ja, das war auch damals bei Trins Blog so. Also heutzutage ist es undenkbar, dass er mit dem Content Geld verdienen kann. Aber gut, wenn es die Leute fühlen, dann ist es halt so. Er hat nicht wirklich ein Blatt vom Mund genommen und außerdem hat er halt so lustige Stories erzählt und so. Das sehe ich schon ein, dass man da abonniert. Und Anfang 2020 hat er sogar die 1 Million Abonnentenmarke geknackt. Und normalerweise bekommst du ja von YouTube so einen Play-Button. Ne? Ich habe ja zum Beispiel den silbernen, ne, für 100k. By the way, danke an 150k an der Stelle. Ich wollte ihn eigentlich seit Wochen aufhängen, aber ich vergesse immer die Nägel mitzunehmen. Jedenfalls bekommst du für die 1 Million Abonnentenmarke normalerweise von YouTube einen goldenen Playbutton zugeschickt. Aber bei ihm war das nicht so, obwohl er sogar alle YouTube-Kriterien erfüllt hat. These motherfuckers, right? They will not send me my gold playbutton because according to them, my channel doesn't match the criteria and all this bullshit. And I'm like, wait, what the fuck? My channel has 0 community guideline strikes, 0 copyright strikes. My videos is all raw, throwing the you know, turn on the goddamn phone, record, upload, you know what I mean? Im Anschluss darauf hat sogar jemand die Petition YouTube Play Button for EDP445 erstellt und es haben nur 15 Unterschriften gefehlt. Das ist natürlich ganz, ganz bitter, aber ich weiß nicht, das hätte doch eh nichts geholfen. Als ob eine Petition mit 1500 Leuten dafür reicht, dass YouTube sagt, ey, den geben wir jetzt auf jeden Fall diesen Play-Button. Die werden sich schon ihren Teil denken, weshalb sie ihm den nicht geben. Was hätten aus ihm werden können? Es hat aber nicht lange gedauert, bis die ersten Ungereimtheiten bei ihm aufgetreten sind. Ähnlich wie bei schlechten Rappern. Der YouTuber Code Raven hat im Juli 2020 damit angefangen, Videos gegen EDP hochzuladen, in denen er alle möglichen Anschuldigungen oder Instagram-DMs von irgendwelchen 14-, 15-jährigen Mädchen zeigt, mit denen EDP geschrieben haben soll. By the way, zu dem Zeitpunkt war er 29. Code Raven hat dafür eine Menge Hate abbekommen, weil immerhin war EDP zu dem Zeitpunkt immer noch ein beliebter YouTuber. Und außerdem, es ist halt auch extrem easy, solche DMs zu faken. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Hier seht ihr gerade 3 Konversationen. 2 davon sind fake und die anderen... Wait. Ja, wobei, ihr könnt es ja auch so sehen. Warte. Okay, hier ist Merkel, Nero und Unico online. Hey, Unico wollte nur Bescheid geben, dass ich dein größter Fan bin. Ha, was du Opfer, verpiss dich ja, als ob ich mit dir schreibe. Ey, Nero, wenn du richtig uncool und dumm bist, ist er, ja. Schick mir mal bitte 22 mal diesen roten Emoji. Das ist real. Das ist real. Das sind es 22 mal. Ja, es sind 22 mal.
Weil Nero schreibt sehr, sehr oft diesen Emoji. Also der wusste direkt, was für ein Emoji das ist. Angela Merkel. Oida, Angie, Bangie, wie schaut's aus? Ich gebe dir ein paar Tipps so zu Politik, wenn du brauchst. Oha, wie krass, dass du mir schreibst. Schaue alle deine Videos hier. Ruf mich mal an. Also ich denke, dass das erste Fake ist. Die anderen beiden sind schon, die werden schon real sein. Also ich denke nicht, dass er uns hier sonst noch verarscht. Und die andere auch. Ihr versteht's, was ich meine, oder? EDP hat das Antwort auf Cold Rave. Hallo. Und die andere auch. Ihr versteht's, was ich meine, oder? EDP hat das... Hä? War es jetzt alles echt, oder wie? Das Antwort auf Cold Raven, ein Video dazu hochgeladen, in dem er meint, yo, das ist halt alles nur Cloud-Chasing und sowas, dieser Cold Raven und sowas, der macht das halt nur, weil ich Fame bin. Und das hat für manche Leute auch Sinn ergeben. You know what, ma'am? Punk-ass motherfuckers like Cold Raven, they all come and go. You know what I mean? I've been up on this fucking platform for 10 plus fucking years. I've seen bitch-ass motherfuckers come and go, try to make a goddamn name by trying to expose me, by trying to do whatever the fuck that they can to try to get their goddamn subs and their fucking name popular and get it fucking boosted up in the fucking YouTube ranks. Yeah, so I'm a 15-year-old little fucking slut. My life at home sucks so motherfucking much. I'll do anything. Also er redet jetzt aus der Sicht dieser 15-Jährigen, ne? Damit ihr das Bescheid wisst. To get some attention from a big-time YouTuber. You know what I mean? Im Nachhinein kann man sagen, bis zu dem Zeitpunkt hat sich EDP wirklich sehr, sehr gut gehalten, was das Ganze angeht, also das Ganze zu vertuschen und so, aber kurz darauf ist einfach der größte Cluster auf der ganzen Welt entstanden. Innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden wurde EDP vor laufender Kamera exposed und kurz darauf der Typ, der ihn exposed hat. Du kannst es dir nicht ausdenken. Okay. Hä? Was? Warte. EDP wurde von dem einen exposed und der, der ihn exposed hat, wurde auch exposed, oder wie? Hä? Was ist passiert? Ja, der YouTuber Chad Goldstein hat eine Serie auf seinem Kanal namens Predator Poachers, wo sie sich als Minderjährige ausgeben und sich damit irgendwelchen Leuten aus dem Internet treffen und die halt exposen. Nachdem es zu dem Zeitpunkt schon so viele Gerüchte um EDP gegeben hat, haben sie das gleiche bei ihm versucht. Und es hat funktioniert. Am 20. April 2021 wurde ein 48 Minuten langes Video von Chad Goldstein auf seinem Kanal gepostet, in dem EDP damit konfrontiert wird, dass er ein 13-jähriges Decoy-Mädchen treffen wollte. Und was war seine Reaktion darauf? Well, I was coming out here to... Glasses off. Okay. Well, I was actually coming out here to pick up a cupcake and then go back home. Ein Cupcake. Du musst mal... Junge, wie lächerlich, ja. Wahrscheinlich mit der 13-Jährigen? Ja. Egal, ob jetzt 13 oder 15. Ja, du triffst dich auf jeden Fall nur deswegen mit einer 13- oder 15-Jährigen und ja, klar. Mal überlegen, der Typ hat mit einem Lockvogel geschrieben, hat dann mit dem so geflirtet und so, hat sich einen Treffpunkt ausgemacht, einen Zeitpunkt, ist dann dorthin gefahren und hat gesagt, ja, ich bin eigentlich nur hier wegen Süßigkeiten. Jedenfalls hat EDP in den 8 darauffolgenden Tagen nach dem... Ey, eigentlich ist es super traurig, ne? Das ist eigentlich nichts zum Lachen. Das ist wirklich nichts zum Lachen. Das ist absolut ekelhaft sowas. Und geht gar nicht. Lies von dem Video über 220.000 Abonnenten verloren, bevor YouTube seinen Kanal gelöscht hat. Und jetzt... Oh, was? YouTube hast du gerade den Kanal gelöscht? Holy shit. Das ist richtig spannend. Das Ganze war natürlich mega groß, ja. Das ist nicht einfach so an den Leuten vorbeigegangen. Deswegen haben sie sich mal gedacht, yo, was ist eigentlich mit diesem Chad Goldstein? Haben dann in seinen alten Videos und Livestreams herumgefuchtelt und haben bemerkt, yo, der Typ hat auch ein paar weirde Dinge von sich gegeben. Es gibt zum Beispiel mehrere Videos, wo er das N-Wort, also deutlich verletzend ausspricht und so. Und er hat zum Beispiel hier noch einen Livestream gemacht, bei dem er bei der Black Lives Matter Hotline anruft und da auch die ganze Zeit das N-Wort sagt. Top 10 Pranks. Abgesehen davon ist das nicht das, was mich am meisten schockiert. Der Typ ist einfach jünger als ich. Was? Hey, der ist sogar jünger als ich. Der ist jünger als... Leute, der ist jünger als... Der ist ein Jahr jünger als ich. Ja, ich bin 99er Baujahr. Mein Bruder schaut aus wie 35. Naja, EDP wurde... Hey, ich dachte jetzt auch, der ist Mitte bis Ende 30. ...wurde zu der Zeit massiv gehatet und getrollt. Aber er hatte einen Plan. Und zwar wollte er sein Comeback starten. Sein genialer Plan, um das Ganze umzusetzen, war es ganz... Das hat sich gerade angehört wie ein Frosch, ne? Ich hoffe, das hat mein Mikro gecatcht. Moment mal! Das ist doch der neue... Fruity Frog von Holy, gemeinsam mit dem Mango-Maracuja-Eistee. Wie immer, einmal mit Koffein und einmal ohne. Aber beides schmeckt natürlich wieder insane. Mariechen hat beim letzten Mal gefragt, ist das intensiv im Geschmack? Ich bin ein verdammter Softdrink- und Energy-Junk. Leute,
Just Legends ist die Macht, Leute. Holt euch Just Legends mit dem Code AlphaKevin, spart ihr 15% auf euren Einkauf. Das schmeckt auch nochmal besser. Ne, Holy ist bestimmt okay. Ist okay, möchte ich gar nicht abstreiten. Ist bestimmt eine schöne Marke. Aber Just Legends, die haben auch Milchshakes und die haben so ein riesiges Sortiment. Also da könnt ihr echt mal vorbeistöbern, das ist noch wilder. Real Talk jetzt. Dass ihr auch mit dem Code Kaiser10 10% bei jeder Bestellung sparen könnt. Ja, nee, bei ihm nur 10%, bei mir 15%. Leute, dies ist das Ananas. Ihr wisst Bescheid. Was sich EDP auf der anderen Seite hätte sparen können, sind die unzähligen Versuche, auf Social Media wieder zurückzukommen. Wie zum Beispiel, er wollte eine Facebook-Page aufmachen, aber wurde gebannt. Er wollte einen neuen YouTube-Account aufmachen, aber wurde gebannt. Dann wollte er sich einen Instagram-Account aufmachen und wurde ebenfalls gebannt. Also hat er das gemacht, was jeder normale Mensch machen würde. Er hat eine Webseite erstellt. Und wurde gebaut. Nein, Spaß. Aber es wäre witzig, oder? Na, auf edp445.com kann man persönliche Gegenstände oder Shoutouts in Videoform kaufen. Viel interessanter für uns ist allerdings der Newsfeed auf seiner Webseite. Da hat er nämlich am 26. März, also genau heute vor einer Woche, Moment, ich muss kurz in News-Stimmung kommen. Ich möchte genau ins Detail gehen, wie es dazu gekommen ist, dass ich reingelegt wurde, weil ich glaube, dass es damals nicht ganz klar war. Was jetzt auf uns zukommt, ist das wahrscheinlich dümmste Comeback in der Geschichte. Wahrscheinlich seit der Erfindung des Comebacks, na, ich schwöre, ich übertreibe nicht. Pass mal auf. Er fängt damit an, dass er 2019 bei einer Dokumentation mit dem Titel Maybe Next Year mitgespielt hat. My anger comes from a lot of things. Not having a girlfriend. Sometimes, like, I think to myself, like, maybe it's just not meant for me to have someone, you know what I mean? Dort hat er angeblich viel über so Schauspielerei und sowas halt gelernt. Warte mal ganz kurz auf. Ihr wisst sehr, was jetzt kommt, na, aber ich kann es selber immer noch nicht glauben. Pass auf, einen Monat vor seinem Exposing, also im März 2021, hat er angeblich diese E-Mail hier von Chad Goldstein bekommen, der gemeint hat, yo, ich habe hier eine Rolle für dich, die du spielen könntest. Das hier ist die E-Mail, die er meint. Angeblich hat ihm Chad Goldstein geschrieben, dass es eine improvisierte Szene ist und dass sie sehen wollen, wie er reagiert und schauspielert. Das ist das Grand Reveal. Es ist alles nur geschauspielert gewesen. Da kommt er kurzerhand 2 Jahre später drauf. Das heißt Nein. Oh Gott, also das ist ja so schlecht einfach. Vor allem bei so einer Sache, wenn es um so eine Thematik geht, 2 Jahre später sagst du einfach, nö, das ist gar nicht so gewesen. Das war inszeniert übrigens. Hört sich für mich absolut legit an. Warum sollte jemand 2 Jahre damit warten, wenn das von Anfang an geplant war? Aber abgesehen davon, ja, habt ihr mal die E-Mail gesehen? Was ist das, Bruder? Das ist ja auch so schlecht gefotoshoppt. Das ist ja so schlecht gefotoshoppt. Ey, wenn man sieht, dass hier noch irgendwelche schwarzen Partikel sind. Also hier wurde mal... Das ist ja auch eine ganz andere Größe. Guck mal, eigentlich müsste dieses Goldstein müsste genau auf der gleichen Höhe sein wie dieses April. Das ist ja so schlecht. Oh mein Gott. Auch das C ist völlig falsch. Ey, hier ist ja alles falsch. Also hier, hier wurde gepusht einfach. Bruder, schau mal, über dem Namen, das sind noch so Futzel von dem, was da davor gestanden ist. Und das Profilbild. Alter, ist das ein kleines C? Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und tippe darauf, dass diese E-Mails nicht ganz... Das ist so schlecht. Ey, das ist gut geschauspielert, muss man sagen. Bulletproof sind. Aber überleg mal, selbst wenn irgendein Hund schreibt dich an und sagt, yo, wir treffen uns dort drüben am Parkplatz und ich filme dich 40 Minuten lang, wie du so tust, als wärst du ein P***. Das ist für die... Das ergibt das Sinn. How would portraying a child monster be like this golden goose for you? You are already a successful YouTuber with millions of subscribers, but this was your ticket to the big time? This role you thought you were playing? Like the role of method acting a f***ing pedophile? Ganz ehrlich, er hätte bei der Cupcake-Geschichte bleiben sollen. Zum einen kann ich natürlich verstehen, dass der Typ gern wieder da wäre, wo er vorher mal war. Er hat viel Geld verdient, er hat viele Freunde gehabt, er hat einen Haufen Support von seinen Followern bekommen und so. Aber wenn du 2 Jahre lang Zeit hast, deine epische UNO-Reverse-Card zu planen und dann kommt sowas dabei raus, ne, irgendwelche weirden E-Mails, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ja, optimal, falls ihr das Geräusch gerade gehört habt, das war mal wieder meine... Ey, bei ihm wirklich ohne Scheiß, nach 30 Minuten oder so verabschiedet sich seine Kamera, wenn er eine Aufnahme macht, weil die ist dann überhitzt. Das geht nur bei Kaiser übrigens. Kamera? Naja, Freunde, lasst mich auf jeden Fall trotzdem gern wissen, was ihr von dem Thema haltet und checkt auf jeden Fall gern Holy ab. Wenn nicht, Just Legends abchecken, Leute. Wichtig. Werde ich euch enterben. Cold Ansonsten Alpha lasst Kevin. Mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Okay, sehr, sehr geiles Video. Siehst du, wusste ich nicht.
Aber es ist immer sehr spannend, was da auch im Ami-Bereich abgeht. Aber das ist schon heftig. Das ist schon sehr, sehr heftig. Heilige. Ja, aber sehr nice. Checkt das Video in der Beschreibung ab. Lasst ein Like da. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Stream oder beim nächsten Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Und macht's gut. Liebe Grüße aus Österreich. Zack, schnell weg.